so wie wir alle sollen Wiseli alles daheim haben und schön haben und nicht einfach hier irgendwo leben, wo sie kein schönes Zuhause haben. Wir machen hier Wiseli-Burgen für Wiseli und Zunedechsen, aber manchmal haben auch andere Tiere wie Käfer oder Spinneli dran Freude. Wiseli sind eine bedrohte Tierart und dann bieten wir ihnen ein sicheres Zuhause. Zuerst haben wir mit der Schaufel viel Herd ausgebuddelt, dass es wie eine Kuhle gibt. Dass es gerade ist beim Schrägen. Fest schlagen wir vorne ein. Und dann legen wir vorne einen Holzstamm drauf. Dann geht alles nicht ab, wenn das Wasser so hoch kommt. Und dort drin Steine und dann Baumstamm auch drüber und Steine. Und dann gibt es eine schöne Wieseliburg. Also mir hat am besten gefallen, die Steine drauf zu schiessen, weil man hat nicht immer runtergehen musste. Ja, die Bahre sind schon im Bach, aber das ist auch nicht so schlimm. Es sind auch noch Steine drin. Oh, nein, nicht über den Auslag, es sollte nicht im Bach. Wir müssen schauen, dass sie nicht im Bach gehen, die können wir nicht mehr rausnehmen. Ich finde, das ist eine gute Arbeit für Lebewesenkäfer und Wisseli und Eidechsel-Arten. Das ist so, wie wenn man Leuten hilft, die es vielleicht nicht so leicht haben, dass man diesen Leuten helfen kann. Es ist halt eine Nährangebung für im grossen Leben. Und man lernt halt auch viele Sachen kennen, zum Beispiel Wisseli, Zuneidechsel, Blumen, Bäume und alles. Und das finde ich eigentlich sehr cool an dieser Sache. Ich sage, die erkunden das am Samstag oder am Sonntag oder irgendeine nächste Woche haben die das erobert. Ja, Zuneidechsel gibt es auf jeden Fall hier, wie da habe ich jetzt sicher schon etwa 15 gesehen. Und Wiseli, denke ich, es gibt hier etwa 5 oder 6. Ich arbeite sehr gerne mit Jungen. Und von dem her ist es für mich sehr eine gefreute Sache. Und ich denke, die Kinder profitieren von dem auch. Weil es hat hier auf dem Land natürlich viele Kinder, die in der Freizeit auch draußen sind. Die machen gerne solche Sachen. Und das merkt man auch. Und entsprechend ist auch das Ergebnis nachher am Ende des Tages ist eben auch gut. Und ich glaube, so können alle profitieren. Einerseits die Gemeinde, die die Vorgaben umsetzen kann, die wir haben. Und andererseits auch die Schule, die draussen Arbeiten machen kann. Und nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch angreifen kann. 4., 5. und 6. Klässler kann man sehr schnell noch begeistern für solche Sachen. So etwas im Schulunterricht durchzunehmen, das ist das eine. Aber wenn man das nicht draussen in der Natur selber erlebt und Hand anlegen kann und dann auch ein halbes Jahr später oder einen Monat später sieht, die Wiseliburgen, die sind von den Zunedechsen bereits bewohnt und besiedelt. Das gibt einfach ein anderes Gefühl und das geht einfach nicht so schnell vergessen. Wenn wir den schönsten Film im Schulzimmer anschauen würden, das geht irgendeinmal vergessen. Aber so eine aktive Mitarbeit an einem Bach wie hier an der Önz, das geht einfach nicht vergessen, auch in 20 Jahren nicht. Das Verständnis für die Arbeiten ist natürlich viel grösser, nicht nur bei den Kindern, ganz sicher auch bei den Eltern, die eben die Kinder haben, erzählen, was sie gemacht haben. Man geht vielleicht auf dem Abend oder auf dem Sonntagsspaziergang nach das Ergebnis schauen. Und das hilft eigentlich auch, die Leute ein bisschen zu sensibilisieren im Dorf. Und sicher tut es auch die Zusammengehörigkeit ein bisschen weit fördern. Weil wenn die Kinder zusammen so etwas machen können, dann ist das für alle Parteien sicher eine gute Sache.
Ich nehme mir die Freiheit als Lehrer zu sagen, wenn wir schon ein Thema behandeln im Unterricht, dann müssen wir das so praktisch erfahren. Und dann nehme ich mir die Freiheit zu sagen, das muss so viel Wert haben, dass wir für die Natur heute auch einen gewissen Stundenansatz für das einsetzen. Das muss Platz haben im Fach Natur-Mensch-Gesellschaft.